Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um die Funktion, oder besser gesagt um den Filter Motion Tracker. Genau, diesen hier. Das ist quasi eine Erweiterung jetzt von meinem letzten Video, wo ich bestimmte Bereiche unkenntlich machen möchte. Und das ist eine etwas feinere Version oder erweiterte Funktion. Und das möchte ich heute mal ganz kurz präsentieren. Ich suche mir einen Bereich raus, wo ich der Meinung bin, ja, der müsste jetzt verpixelt werden. Gleich müsste so ein weißes Auto links kommen. Und den Bereich möchte ich ganz gerne verpixeln. Hier ist das schwarze Auto, das hatte ich ja beim letzten Mal verpixelt. Und jetzt kommt so ein, naja gut, sagen wir ein graues Auto. So, wie gehe ich vor? Ich setze dann einfach auf den laufenden, ich setze erstmal jetzt hier einen Schnitt, eins nach dem anderen, und packe dann den Filter Motion Tracker hier drauf. Und dann gucke ich mal eben, wie lange das gehen soll. Sagen wir bis da hinten hin. Jetzt ist er verschwunden. Das geht natürlich, ist natürlich jetzt wieder ein ziemlich kurzer Clip. Ich glaube, das sind dann gerade mal von, ja, was sind das, 2 Sekunden. Ich mache den einfach mal künstlich ein bisschen länger, indem ich mit der Steuerungstaste die Geschwindigkeit ein bisschen drossel. Dann wird das jetzt so aussehen. Ja, ist vielleicht ein bisschen sehr langsam, aber ist ja egal. Zum Testen ist das gar nicht mal so verkehrt. Hier kann ich den Motion Tracker wieder löschen, den Filter, weil ich den ja nur für dieses Auto benötige. Und ja, schon habe ich jetzt hier ein Frame. Das benötige ich. Ich spule erstmal ganz am Anfang des Clips. Das wäre dann hier. Und setze das erste Fenster. Sag ihm, okay, fang mal ruhig hier an. Setze ihn dann hier einen Punkt. Hier wäre das zweite Fenster. Ich mache das ein bisschen kleiner. Und dann setze ich den nächsten Punkt, sagen wir mal hier hin. Mal darauf achten, dass hier auch an dieser Zeitleiste auch ein Punkt ist. Machen wir dann so. Noch ein Punkt. Fenster kann immer kleiner werden. Noch ein Punkt. Und vielleicht nochmal hier ein Punkt. Ungefähr ist der Wagen hier. Und dann ganz zum Schluss wäre der Wagen jetzt hier. Sieht man kaum noch, aber ist halt nur zu Demonstrationszwecken. So, Sprung ist einmal ab. Man kann jetzt hier hin und her springen. Hier wäre Anfang des Clips. Und hier wäre das Ende des Clips. Ja, hier sieht man schön, wie das Fenster mit dem Fahrzeug mitwandert. Jetzt hier zum Schluss nicht ganz. Also hier war es in Ordnung. Dann setze ich hier doch nochmal einen Punkt hin, damit das Fenster mit dem Fahrzeug vernünftig mitwandert. Gut, aber noch ist da kein Effekt drin. Den Effekt stellen wir hier ein. Unter Blur Tube, sagen wir mal Pixel, nehmen wir mal. Und jetzt können wir einfach mal starten. Und jetzt sieht man, ja, wie schön das Fenster mitwandert. Ja, da zum Schluss, okay, wie gesagt, da ist Feintuning jetzt. Und dann kann man das Ganze halt eben noch besser einstellen, alles. Nachdem, wie man es auch haben möchte. Ja, und das ist eigentlich auch schon, dann schon alles. Im Endeffekt genauso wie mit dem schwarzen Balken funktioniert das auch mit dem Motion Tracker. Hier hat man noch mehrere Möglichkeiten, etwas einzustellen. Das wäre quasi jetzt für Fortgeschrittene interessant. Ja, aber ich sag mal so,
So wäre das jetzt quasi die zweite Möglichkeit. Ich kann das Ganze hier einmal ganz kurz rendern, wie es dann in echt aussehen würde. Gehen wir hier mal auf Projekt rendern. Und ich möchte jetzt nicht den ganzen Clip rendern, das wäre ein bisschen Quatsch. Ich mache jetzt hier nochmal einen Schnitt, schmeiß das Ganze raus. Und am Anfang mache ich nochmal einen Schnitt. Und schmeiß den Anfang raus. Setze den Clip am Anfang. Remove Space in All Tracks. So, der dauert jetzt ungefähr 21 Sekunden. Ja, 22 Sekunden. Das sollte jetzt fürs Demo sollte das reichen. Hier wähle ich immer MP4 aus. Speed lasse ich so. Hier könnte man mit der Qualität noch nach oben gehen. Aber jetzt in dem Fall reicht das auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns das Video mal ganz kurz an, wie das dann aussehen wird. So, jetzt kommt gleich das Auto. Und da. Ja, ich würde sagen, klar, es könnte vielleicht noch ein bisschen kleiner sein, das Fenster. Der rote Rahmen sehe ich gerade, der ist jetzt auch nicht so prickelnd. Den könnten wir eben nochmal wegzaubern. Nehmen wir hier nochmal rein. Bei Shape White 0 Pixels eingibt, dann hat man dementsprechend keinen Rahmen. Der zeigt mir zwar jetzt hier immer noch einen an, einen ganz dezenten. Aber wenn ich jetzt render, dann wird er dann in echt, wird er dann nicht zu sehen sein. Ich mache jetzt hier nochmal einen Test. Ja, jetzt sieht man das Ganze ohne Rahmen. Das wäre vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant. Ja, das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Kurz und knapp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!